I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else, for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Initiate. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Ja, ja, das werde ich auch tun. Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu Part 2 von Hitman 2. Ja, die Abschlussprüfung wartet und die werden wir jetzt auch super meistern. Hier wird mir bestimmt auch das mit den Gelegenheiten erklärt, was ich so auch in diesem Part nicht machen werde. Ich werde zwar Gespräche belauschen und so und daraus selber mein Kill vorbereiten. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Sorry, Mission aufgedeckt. Kann ich jetzt natürlich machen. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet. But first, he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. That might just work. Ja, und hier haben wir diese ganzen Gelegenheiten, die wir... Gut, die können wir halt nicht aktivieren, weil wir den Werdegang nicht wissen, beziehungsweise muss man immer dafür was finden oder Leute belauschen, um das überhaupt aktivieren zu können. Aber ich werde das nicht mehr verfolgen, weil... Ich habe es schon in dem anderen Let's Play gesagt, es ist mir denn doch viel zu einfach. Also man kann das tatsächlich machen, um auch Herausforderungen abzuschließen, muss man die tatsächlich machen. Aber das ist grundsätzlich, ja, ich kriege immer einen Marker gesetzt, das erfülle ich und dann gibt es den nächsten Marker. So, und nein, so spiele ich Hitman nicht. Absolut nicht. Right, let's get you inside. You'll need a fitting disguise. So, und das ist auch neu. Das ist auch wieder eine Mechanik aus Hitman 2. Verborgen. Die Vegetation kann sie verbergen, wenn sie geduckt und auf Distanz zum Gegner bleiben. Sie können auch ihre Körper und Gegenstände verbergen. Das finde ich sehr gut. A guard uniform should do nicely. But you'll need to draw him out and isolate him. Ja, das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Jeez. 7 Münzen. Was haben wir noch? Hier den Hammer, den könnte er eigentlich gegen Kopf kriegen. Hi, it's me. Might be nothing, but heard something suspicious. Just a hunch, really. Ich bin echt gespannt auf die neuen Missionen. Und ich denke mal, dieser Kreis zeigt mir an, da dürfen sie jetzt nicht reintreten. Oh, bam. So. Wir ziehen dich in den Busch und verkleiden uns. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar.
Good job, Initiate. Natürlich nehmen wir den ganzen Stuff mit. Es gibt jetzt echt viele Erfolge. Also das ist auch nicht schlecht. So, jetzt können wir uns gut frei bewegen. Außer der erkennt uns. Deswegen umgehen wir den ganzen mal. Hier ist noch ein Hammer. Ich nehme es mal mit. Wurfobjekte sind immer ganz praktisch. Aber diese Wegpunkte habe ich echt nicht nötig. Rattengift mitnehmen? Das kann auch nicht schaden. Muss ich das tatsächlich jetzt alles machen? Ich möchte das nicht so machen. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanics disguise. Das habe ich doch eigentlich. Moment. Falscher Button. Das habe ich doch eigentlich. Okay, vielleicht möchte die in Hitman 2 diese Mission mir zeigen, wie das funktioniert. Wir verfolgen das Ganze einfach, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Ja, natürlich bin ich nett. Diana, ist doch logisch. Ich werde keine Nichtziele töten. Das ist ja wohl ganz klar. Die nehme ich auch mit. Kann man gebrauchen. So. Dann wollen wir doch mal ein bisschen werkeln an diesem tollen Jet. Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. Story-Mission genutzt. You may need a tool to re-enable it. Well done, Initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Hey, where's Fred's buddy? Okay, der durchsucht mich nicht, dann kann ich ja hier frei rumlaufen. So, dann sagen wir den guten Mr. Ritter, glaube ich, hieß er. Dem sagen wir jetzt Bescheid, dass sein Jet getestet werden kann. Schade, ich hätte es anders gemacht. Ne, just my night, nicht Ritter. Mr. Knight. Just for night. We gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Ja, das muss sein. Das haben sie angeordnet. Also. Ich weiß, dass ich hier eine Eskalation gemacht habe. Gab's eine witzige Brechstange. Müsst ihr euch mal in der Playlist angucken. Die müsste relativ unten sein, das Video. Und müsste Eskalation Nummer 5 sein. Hey, good to see you, man. Good to see you, man? Wirklich? Freust du dich, mich zu sehen? Ich bin aber nicht gleichgestellt. Das kannst du mit deinen Soldatenfreund machen, nicht mit mir. So, dann machen wir mal den Sicherheitsinspektor. Natürlich müssen wir auf ihn warten. Okay. Untertauchen, das kennen wir auch schon. Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Das finde ich halt auch cool. Das gab es, glaube ich, auch im Blood Money. All right. Easy. Du willst den Jet fliegen, wenn du so ein Schisser bist. Hey, habe ich das richtig verstanden? Pff. Oh, der hat einen Co-Piloten, aber das sieht nicht nach einem Co-Pilot aus. So. Step one. Strap yourself in. Kriegen Sie es hin? Okay. All strapped in. Super. Step two. Locate the ejector seat handle. Wir müssen recht sein. Yes, found it. Sehr gut. Und jetzt betätigen. Step three. Pull the ejector seat handle. Well, I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. I bet Sodas didn't see this coming.
Now stay calm and head towards an exit. Verdammt, was ist da bloß passiert? Mein Job ist gefährdet. Ich mache für heute Feierabend, das war mir zu viel. So, und wir verschwinden wieder. Ich würde sagen, wir holen uns unsere Trainingskleidung auch wieder. Der liegt hier immer noch. Genau, verkleiden. Das Genick brechen werde ich ihm nicht. Unbefugtes Betreten, ja, weiß ich doch. Aber wir sind ja gleich weg. Hier habe ich auch eine schöne Mission erstellt. Die werde ich vielleicht auch nochmal erstellen und hochladen. Und vielleicht lasse ich die spielen. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. So, das dürfte natürlich auch lautloser Killer sein. So, Mission abgeschlossen. Sicherheit geht vor. Alle neue Interfaces hier, also finde ich cool gemacht. Und ich kriege hier einen Erfolg nach dem anderen. Was ich natürlich ein bisschen doof finde, ist, dass bei der Xbox One irgendwie die Erfolge immer unten sind. Früher war es ja immer so, dass wenn ein Untertitel da war, dass es dann oben eingeblendet wurde. Ich kann gar nicht durchswipen, was wir hier noch hätten machen können. Ja, und wieder sind wir lautloser Killer. Prolog zu 24% abgeschlossen. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben, Freunde. Ja, und wie ihr euch schon vorstellen könnt, würde ich jetzt am liebsten eigentlich einen Schnitt machen, da die nächste Mission ja die Paris-Mission ist. Und ich werde es natürlich auch tun. Ich werde hier einen Schnitt machen. Ich hätte die Mission auch in den ersten Part mitstecken können, aber ich war mir nicht so sicher, euch das von dem Zeitplan her schaffe. Denn die Missionen sollen ja bei 30 Minuten bleiben. Ansonsten enden die früher, wenn wir eine Mission abgeschlossen haben. Ich finde das halt besser. Dann kann man die Missionen in Parts gucken, wenn sie nicht zu lang sind. Weil die Großmission, das ist ja mehr mit Vorbereitung und so. Ich kann natürlich nochmal die detaillierte Punkteanzahl anzeigen. Ich werde das wahrscheinlich auch am Ende des Let's Plays, beziehungsweise am Ende einer Mission einfach machen, damit ihr euch das angucken könnt, was ich denn so gemacht habe. Ja, lautloser Killer in Folge. Vielleicht wird das ja, wie sagt man, Triple Hattrick? Ich weiß es nicht. Die Paris-Mission, lautloser Killer. Ich hätte Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Einschalten. Lasst mir natürlich Feedback da, ob ihr auch Bock drauf habt, ob Hitman 2 und ob ihr tatsächlich auch die Season 1 nochmal spielen würdet oder das tatsächlich nicht. Bis dahin sehen wir uns in der nächsten Mission wieder, Freunde. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. You were always the best.
Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me.